Herzlich willkommen zum Gottesdienst hier in Bad Schönborn in der Freien Evangelischen Gemeinde. Ich möchte ganz besonders herzlich die begrüßen, die vielleicht das erste Mal heute da sind oder zu Gast sind. Zu Gast sind auf jeden Fall heute Morgen Margit und Thomas Berg. Vielen Dank. Margit wird uns die Predigt nachher halten. Der eigentliche Gastgeber ist aber jemand anders, nämlich Gott selbst. Und ich möchte mit uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke für deine Einladung, dass wir hier zusammen feiern, dass wir mit dir zusammen sein können und dass du selbst auch da bist. Wir wollen dir begegnen heute Morgen und wir bitten dich, dass du selbst unsere Herzen aufschließt. Amen. Wenn man eine andere Sprache lernt, das tue ich, tun viele hier, da merkt man manchmal, dass es auch Unterschiede darin gibt, wie Sprachen eigentlich funktionieren. In der deutschen Sprache gibt es für verschiedene Bedeutungen, verschiedene Nuancen oft viele eigene Wörter und manchmal sind die Wörter sogar sehr speziell. Wir hatten es neulich von einem Wort Streicheleinheiten und da kommen ja eigentlich zwei Sachen zusammen, die gar nicht zueinander passen. Also streicheln hat etwas mit Gefühl zu tun. Und wie will man sowas in Einheiten aufteilen oder messen? Also vielleicht messen wir gerne. Vielleicht ist es ein bisschen typisch deutsch, alles genau wissen zu wollen, messen zu können. Also ich mache das ganz gerne. Etwas wiegen, etwas abmessen.
Manchmal passiert es bei unserer Küchenwaage, dass sie sich auf andere Einheiten umstellt, wie Unzen oder Pfund. Und glücklicherweise merkt man das ja dann rechtzeitig. Und da muss man wieder auf den Knopf drücken und auf Gramm umstellen. Oder wir bekamen mal einen großen Schreck, als wir von einem Hämoglobinwert hörten, den unsere Tochter in der Schwangerschaft hatte. Und der klang viel zu niedrig. Es war dann aber alles in Ordnung, weil in der Gegend, wo sie lebte, das war dann die Auflösung, hatte Wert einfach eine andere Einheit als bei uns. Da kommt man erstmal nicht drauf. Also der richtige Maßstab, der ist schon wichtig, um die richtige Einschätzung zu finden. Manchmal messen wir uns auch selbst oder wir messen andere, wir vergleichen uns. Das kann einen auch schon mal ganz schön runterziehen. Wie finden wir eigentlich den richtigen Maßstab, einen gültigen Maßstab für unser Leben? Und viel dazu können wir in der Bibel sehen. Wie können wir maßvoll leben oder angemessen miteinander umgehen? Mit welchem Maß werden wir gemessen? Was ist das Maß der Vergebung? Jetzt denkt man vielleicht an die eine oder andere Bibelstelle. Wenn es um Gott selbst geht und das, was er tut, dann stimmen unsere menschlichen Maßstäbe jedenfalls nicht mehr. Wir können ihn nicht messen, über ihn nicht verfügen. Wir können seine Güte und Gnade und seine Wahrheit reichen bis zum Himmel, wie es in den Psalmen heißt. Seine Vergebung ist so groß, dass sie unsere Schuld ins tiefste Meer wirft. Unmessbar tief, unermesslich ist seine Liebe und sie geht uns nach bis dahin, dass Jesus alles für uns gegeben hat, sein Leben für uns gegeben hat, indem er am Kreuz gestorben ist. Ich schlage vor, dass wir zusammen Psalm 103 beten. Ich habe die Luther-Übersetzung gewählt, weil sie vielleicht eingängig ist. Ich bete die ungeraden Verse, fange also an und die eingerückten beten wir alle zusammen. Noch einen Moment warten. Von David. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er wird nicht für immer hadern, noch ewig zornig bleiben. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Ein Mensch ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Wenn der Wind darüber geht, so ist sie nimmer da, und ihre Stätte kennet sie nicht mehr. Die Gnade aber des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten, und seine Gerechtigkeit auf Kindeskind, bei denen, die seinen Bund halten und gedenken an seine Gebote, dass sie danach tun. Der Herr hat seinen Thron im Himmel errichtet und sein Reich herrscht über alles. Lobet den Herrn, ihr seine Engel, ihr starken Helden,
die es sein Wort ausführt, dass man höre auf die Stimme seines Wortes. Lobet den Herrn, alle seine Heerscharen, seine Diener, die ihr seinen Willen tut. Lobet den Herrn, alle seine Werke, an allen Orten seiner Herrschaft. Lobet den Herrn, meine Seele.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ich habe mich echt gefreut, heute mal wieder zu euch zu kommen. Wir haben es ja gar nicht so weit. Wir sind in der FEG in Wiesloch-Walldorf. Das ist ja sozusagen die Nachbargemeinde. Ja, Mitte März war es mal wieder soweit. In der Nacht vom 13. März wurden die diesjährigen Oscars vergeben. Kennt ihr? And the Oscar goes to, unter anderem, to the best Nebendarstellerin. Und bei den Nebendarstellerinnen finden sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten immerhin Namen wie Ingrid Bergman, Meryl Streep, Whoopi Goldberg und Kate Blanchett. Und dann kann man sich schon vorstellen, wie wichtig die Nebendarstellerinnen oft doch sind. Und wir werden uns jetzt auch mal mit einer Nebendarstellerin beschäftigen, mit Lydia. In einer Handlung, in der zumindest wenn man sich das gesamte Skript anschaut, eigentlich Paulus die Hauptrolle hat und der Heilige Geist Regie führt. Es geht um einen Text aus der Apostelgeschichte und am besten schauen wir uns vorher kurz mal den Rahmen an. Da landen wir mitten in einer Reise. Das war in diesem Fall kein Kurzurlaub, sondern eine mehrjährige Reise, die sogenannte zweite Missionsreise von Paulus. Die hat er mit einigen Mitarbeitern unternommen. Lukas, der Verfasser der Apostelgeschichte und des Lukas-Evangeliums, der sagt in der Einleitung zu seinen beiden Büchern, dass er vorab sorgfältig recherchiert hat. Das kann man wohl sagen, wenn man sich die Reisebeschreibung anschaut. Lass uns mal in die Karte hineinschauen. Genau, im 15. Kapitel der Apostelgeschichte geht es los mit der Beschreibung der Reiseroute. Das kann man so ein bisschen auf der Karte verfolgen. Da heißt es erstmal, Paulus und Barnabas blieben zunächst in Antiochia. Und dann einige Verse später, und er machte sich auf die Reise. Er zog durch Syrien und Zilizien und überall stärkte er die Gemeinden im Glauben. Und dann geht es im 16. Kapitel weiter. Paulus kam auch nach Derbe und nach Lystra. Die Gemeinden wurden im Glauben gefestigt und die Zahl der Christen nahm täglich zu. Ich würde mal sagen, das ist mal eine gute Bilanz, ne? Die Gemeinden wachsen in jeder Beziehung, sowohl zahlenmäßig als auch in Bezug auf ihren Glauben, der gestärkt wurde. Also es läuft. So könnte es eigentlich gerade weitergehen. Paulus und seine mitreisenden Mitarbeiter sind jedenfalls bereit dazu. Und dann das, dann geht es weiter. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch den Teil Phrygiens, der zur Provinz Galatien gehört. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkünden. Aber der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Als sie sich dann Mysien näherten, versuchten sie nach Bithynien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Gottes nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Mysien, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Also am Hafen angekommen. Aber was ist das für eine ernüchternde Wendung? Es war eigentlich alles gut geplant, gut vorbereitet. Und an dem Ziel, die Gemeinden zu unterstützen und zu stärken und neue Gemeinden zu gründen, ist ja nun wirklich auch nichts auszusetzen. Aber auf einmal geht es nicht weiter. Der Heilige Geist hatte sie gehindert und der Heilige Geist ließ es nicht zu. Ich wüsste eigentlich gerne, wie das aussah. War das eher so eine innere Gewissheit, dass die geplanten Ziele doch nicht dran waren? Oder gab es vielleicht äußerliche Hindernisse auf der Reiseroute? Das sagt uns der Text nicht, aber offenbar gab es für Paulus und seine Begleiter keinen Zweifel daran, dass es der Heilige Geist selbst war, der ihre Weiterreise auf der geplanten Route verhindert hat. Aber wie schwer ist es oft, Gottes Reden darin zu entdecken, dass auf einmal ein an sich guter Weg blockiert ist. Wie frustrierend muss es sein, dass auf einmal Schluss ist mit der Erfolgssträhne. Und wie ratlos waren die Männer wohl, wie es jetzt weitergehen sollte. Nun sitzen sie also ratlos und planlos in der Hafenstadt Troas. Und da setzt unser Predigttext ein. Dort hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier vor sich stehen, der ihn bat,
komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten wir unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Nachdem unser Schiff von Troas ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg nach Samothrake. Am folgenden Tag kamen wir nach Neapolis und von dort ging die Reise weiter landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. Ja, da ist sie also, die Lydia. Aber vorher passiert bei dem Paulus noch etwas. Paulus hatte eine Vision. In anderen Übersetzungen heißt es, er hatte eine Erscheinung. Und auch hier wird wieder nicht so richtig klar, was genau passiert ist. War das jetzt eine Erscheinung im Traum? Es war ja Nacht, als er die Erscheinung hatte. Oder hatte Paulus eine Vision im Wachzustand? Das wird gar nicht ausgeführt. Aber jedenfalls ist ihm klar, dass der Mann, den er da sieht und hört, ein Mazedonier ist. Vielleicht hat er es an der Kleidung erkannt oder am Dialekt, aber in jedem Fall weiß er, was zu tun ist, packen und planen. Damit kennt er sich ja zum Glück aus. Und jetzt gilt es mal wieder, eine Grenze zu überschreiten. Eine ganz große Grenze hatte Paulus ja schon überwunden. Er hatte verstanden, dass es sein Auftrag war, nicht-jüdische Menschen mit Gott bekannt zu machen. Das hätte er sich einige Jahre vorher, als er die Christen engagiert und verbittert verfolgt hat, sicher nicht träumen lassen. Und nun geht's noch mal weiter mit der Grenzüberschreitung. Raus aus Asien, rüber nach Europa. Das war damals sicher etwas anderes als heute. Europa war kein politisches Gebilde, das gab es noch nicht. Im Wesentlichen lagen einfach auf beiden Seiten des Mittelmeers unterschiedliche römische Kolonien. Aber immerhin ging es jetzt erstmal auf eine längere Schiffspassage in ein Gebiet, das Paulus bis dahin noch gar nicht kannte und das er vorher bei seiner Reiseplanung auch gar nicht im Blick hatte. Es ging nach Griechenland. Ich finde es erstaunlich, wie seine Mitreisenden reagiert haben. Die sind sich ebenfalls sofort sicher, dass diese Vision, die nur Paulus hatte, ein Auftrag für das ganze Team war. Also ich habe es immer gern, dass ich alles ganz persönlich bekomme, dass mir jemand sagt, was ich im Team zu tun habe, ist schon herausfordernd für mein Gegenüber. Also hier wurde aber nichts mehr ausdiskutiert. Da wurde einfach sofort nach einer guten Mitfahrgelegenheit über das Mittelmeer gesucht und die Überfahrt gebucht. Und was sie in Griechenland, in Mazedonien sollten, das war ihnen völlig klar, den Menschen dort das Evangelium bringen. Hier hat Gott geredet, indem er ihre eigenen Pläne durchkreuzt hat. Alle Achtung, sie haben es geschafft, sich nicht frustriert zurückzuziehen. Das kenne ich von mir durchaus auch. Wenn es nicht läuft, wie ich will, bitte, ich muss ja nicht mitmachen. Sondern offen zu bleiben dafür, dass Gott etwas anderes mit ihnen vorhatte. Und diese Offenheit, die braucht es wohl, um Gottes Reden zu hören. Also fahren Sie los. Am Meer sind Sie ja schon, direkt in der Hafenstadt Troas. Und von dort setzen sie über Samothrake über ans Festland nach Neapolis und dann auf dem Landweg weiter nach Philippi. Philippi ist eine römische Koloniestadt und zwar eine bedeutende. Das hat sie vor allem der Tatsache zu verdanken, dass sie an einer wichtigen Durchgangsstraße liegt, an der Via Ignatia.
Und dadurch hat die Stadt gute Anbindung zu anderen großen Städten, auch eine Anbindung an die Hauptstadt Rom und ans Meer. Damit ist sie also prädestiniert dafür, eine erfolgreiche Handelsstadt zu sein. Strategisch ist das also von Paulus nicht schlecht gedacht, sich diese Stadt für den Start in Mazedonien auszusuchen. Und aus anderen Reiseberichten aus der Apostelgeschichte kennen wir auch sein typisches, sein klassisches Vorgehen. Erstmal sieht er sich in der Stadt um und schaut, wer dort lebt und wie man dort lebt. Und dann macht er sich in der Regel auf den Weg zur Synagoge. Synagoge, denn gläubige Juden gab es im gesamten Römischen Reich. Und dort fand er so die ersten Anknüpfungspunkte, um von Jesus zu erzählen. Jetzt in Philippi ging es genauso los. Erstmal heißt es, hier blieben wir einige Tage. Letztlich wurde es deutlich mehr als einige Tage. Gemeint ist wohl eher, hier blieben wir erstmal einige Tage und dann. Und das und dann lesen wir jetzt noch einmal, denn da geht es los mit der ersten Gemeinde in Europa. Und das ist ja ein Ereignis, das sich bis heute in unser ganz persönliches Leben hinein auswirkt. Also nochmal ab Vers 13, wir warteten, bis es Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an den Fluss, wo wir eine jüdische Gemeinde vermuteten und dann auch tatsächlich einige Frauen antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen, mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Thyatira, die an den Gott Israels glaubte. Während sie uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie sich dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, hatte taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagte sie, dann kommt in mein Haus und seid meine Gäste. Sie drängte uns so, dass wir einwilligten. So, und um diese Lydia soll es gleich gehen. Also Paulus und seine Mitarbeiter haben gewartet bis zum Sabbat. Das wäre jetzt ja eigentlich genau der richtige Zeitpunkt gewesen, um in eine Synagoge zu gehen. Aber in Philippi scheint es keine Synagoge gegeben zu haben. Der Grund war wahrscheinlich ganz einfach. Für einen Gottesdienst in der Synagoge braucht es mindestens 10 Männer. Frauen und Kinder zählen da nicht mit. Und wahrscheinlich gab es einfach zu wenige jüdische Männer in Philippi. Jedenfalls war es nichts mit dem Treffpunkt Synagoge. Das war aber für Paulus nicht so dramatisch. Es war sicher kein großes Kunststück für ihn, sich auszumalen, wo man sich denn als Alternative zum Gebet traf. Das konnte eigentlich nur am Fluss sein, denn da gab es fließendes Wasser, das man ja auch für die rituellen Waschungen brauchte. Ich vermute, dass Paulus immer noch damit gerechnet hat, dort jetzt endlich dem mazedonischen Mann zu begegnen, den er in seiner Vision gesehen hat. Von dem war aber weit und breit keine Spur. Stattdessen traf er auf eine Gruppe von Frauen. Ich will Paulus nicht Unrecht tun, aber ich vermute, er war erstmal enttäuscht. Aber auf jeden Fall können wir davon ausgehen, dass die Frauen zum Gebet versammelt waren und nicht etwa zum Wäschewaschen am Fluss saßen. Es war ja Sabbat und an dem Tag hätten gläubige Jüdinnen keine Arbeiten verrichtet. Da keine Männer da waren, gab es auch keine Predigt. Aber das Gespräch über Gott, das gehörte sicher zu diesem Gebetstreffen dazu. Und nun kommen also Paulus und seine Begleiter dazu. Sie setzen sich zu den Frauen und sie klinken sich in das Gespräch ein. Paulus ist ja nicht gerade für seine feministische Ader bekannt. Und wahrscheinlich war das für ihn jetzt die nächste Grenze, die er überschreiten musste. Aber gut, wenn Gott ihn in diese Situation hineingeführt hat, dann musste er die Gelegenheit wohl nutzen. Und eine der Frauen wird uns jetzt genauer vorgestellt, das ist eben die Lydia. Oft wird Lydia als die erste europäische Christin bezeichnet, aber genau genommen stimmt das gar nicht, denn wir hören, dass sie ursprünglich aus Thyatira stammt. Thyatira, eine Stadt in Kleinasien, genauer in Lydien. Lydia ist also ursprünglich gar kein Eigenname, sondern eine Herkunftsbezeichnung, die aus Lydien, die Lydische. Wir haben hier also eine Frau, die aus Kleinasien nach Europa, nach Philippi umgesiedelt ist. Das hatte vermutlich geschäftliche Gründe, denn Lydia war Purpurhändlerin. Bei Purpur denken wir vielleicht sofort an die typische Kleidung von Königen
Und damit liegen wir gar nicht so falsch. Purpur ist zunächst mal nicht der Stoff selbst, sondern die Farbe, purpurrot. Und dabei handelt es sich um einen natürlichen Farbstoff. Das kennen wir alle von unseren Einkäufen. Wo natürlich draufsteht, wird es teuer. Bei Purpur ist das auf jeden Fall so. Die Farbe wird aus dem Sekret einer bestimmten Schneckenart, der Purpurschnecke, gewonnen. Und das ist ein enorm aufwendiges und teures Verfahren. Um ein Kilo Wolle zu färben, braucht man 1,5 Gramm Farbstoff. Also es färbt schon intensiv. Aber für diese 1,5 Gramm Farbstoff wiederum braucht man 12.000 Schnecken. Ich habe, als ich die Predigt vorbereitet habe, mal den aktuellen Preis nachgeschlagen. Der liegt bei 2.872 Euro pro Gramm. Und ich habe heute, bevor wir losgefahren sind, nochmal geguckt, stimmt die Zahl? Es ist gestiegen in den letzten Tagen, liegt jetzt bei 3.042 Euro pro Gramm. Also investiert nicht in Aktien, sondern in Schnecken. Üblicherweise war Purpur also der wirklichen Oberschicht vorbehalten, also kein Wunder bei den Preisen. Die römischen Senatoren hatten an ihrer Toga immer einen Purpurstreif und sie waren auch die einzigen, die das haben durften. Purpurstreifen, das war was. Also Purpur ist ganz sicher kein Produkt, für das man große Menschenmassen als potenzielle Käufer braucht. Man braucht eigentlich nur wenige Käufer, aber die richtigen, nämlich die mit Geld. Der Umzug nach Philippi, in eine bedeutende Stadt einer römischen Provinz mit direkter Anbindung an die Hauptstadt, war geschäftlich sicher genau die richtige Idee. Und offenbar war die Lydia eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Wir lesen nämlich weiter, dass sie ein Haus hatte. Und zwar ein Haus mit viel Platz. Immerhin kann sie Paulus mitsamt seinen Begleitern für mehrere Tage aufnehmen. Und im weiteren Verlauf wird Lydias Haus zum Treffpunkt der ersten Gemeinde auf europäischem Boden. Bei ihr trifft sich dann die Gemeinde quasi als Hauskirche. Und so eine umfangreiche Gastfreundschaft hat ja ganz nüchtern betrachtet auch ihren Preis. Eine Gruppe von Reisenden Tage oder Wochen lang so freizügig zu bewerten, das geht auch ans Portemonnaie. Und in dem muss folglich etwas drin gewesen sein. Also eine erfolgreiche, finanziell gut dastehende Geschäftsfrau, eine Hausherrin. Und das Haus, das ist nicht nur das Gebäude, das sind auch alle, die in dem Haus leben und dort arbeiten. Nun wird Lydia als Händlerin nicht so direkt unmittelbar zur High Society gehört haben, aber ihre Kunden gehörten definitiv dazu. Das heißt, sie hatte Kontakt zu den politisch wichtigsten und einflussreichsten Einwohnern der Stadt, ganz sicher zu den Senatoren und deren Frauen. Aber das waren nicht ihre einzigen wichtigen Kontakte. Da gab es auch noch ihre Kontakte zur jüdischen Gemeinde. An Göttern gab es keinen Mangel in Lydias Umgebung. In Philippi werden ihr sowohl die griechischen Götter als auch die römischen Götter bekannt gewesen sein. Aber Lydia war wohl schon vor der Begegnung mit Paulus eine Suchende und ein Stück weit war sie auch schon fündig geworden. Sie hielt sich zu der Gruppe der Juden, die in Philippi lebten. In der neuen Genfer Übersetzung heißt es, sie glaubte an den Gott Israels. Luther hat das übersetzt mit, sie war eine Gottesfürchtige. Gottesfürchtig, das ist aber hier keine Moralbeschreibung und auch kein Ausdruck für eine besonders tiefe Frömmigkeit, sondern gottesfürchtig war ein ganz stehender, feststehender Begriff für Menschen, die zwar nicht zum Judentum übergetreten waren, aber sich doch zur jüdischen Gemeinde hielten und offen waren für deren Glauben. Das sehen wir hier ja auch daran, dass Lydia dabei ist, als die jüdischen Frauen sich an der Gebetsstätte am Fluss versammeln. Und so ist sie nun also auch dabei, als Paulus und seine Begleiter sich zu ihnen setzen und mit ihnen ein Gespräch beginnen. Wie genau das ablief, das steht hier leider nicht, aber dass es dabei um Jesus ging, das ist offensichtlich. Und in diesem Gespräch passiert das Entscheidende. Der Herr öffnete ihr das Herz, lesen wir da. Klingt irgendwie altertümlich oder blumig? Vielleicht, aber trotzdem ist genau das passiert. Der Herr hat ihr das Herz geöffnet. Es sind nicht die tollen rhetorischen Fähigkeiten von Paulus, die den Ausschlag gegeben haben oder die sie überredet haben, sondern der Herr hat ihr das Herz geöffnet. Sie hat verstanden, das, was ich hier höre,
das betrifft mich, das hat mit mir zu tun. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Martin Luther hat die Sache mit dem zum Glauben kommen einmal so beschrieben: Ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen. Und ich glaube, das ist genau das, was die Lydia hier erlebt hat. Lydia hat verstanden, dass es Gott ist, der sie gerade anspricht. Klar, sie muss auch dafür offen sein, das wahrzunehmen. Gott spricht in ihr Leben hinein. Der, den sie hört, das ist Paulus. Aber durch ihn hört sie Gott. Und das kann sie bereitwillig aufnehmen. Das klingt hier irgendwie ganz folgerichtig, finde ich. Gott öffnet ihr das Herz, sie versteht, dass sie gemeint ist, und sie reagiert prompt. Und die anschließende Taufe ist dann offenbar so selbstverständlich, dass sie nur wie nebenbei in einem Halbsatz erwähnt wird. Aber was ist denn dann unser Part dabei, auf Gott zu hören, wenn es doch Gott selbst ist, der das Herz öffnet? Vielleicht hilft die grundsätzliche Offenheit dafür, dass das geschehen kann. Die war bei Lydia sicher vorhanden. Vielleicht heißt es aber auch einfach nur, dass wir die Tür nicht von innen abschließen und verrammeln, wenn wir hören, dass Gott sie öffnen will. Aber hier ist noch nicht Schluss. Jetzt wird Paulus noch einmal herausgefordert, denn Lydia lädt die Männer ein, während ihres Aufenthalts in Philippi bei ihr zu wohnen. Und sie lädt nicht nur freundlich, schüchtern, zurückhaltend ein, sie besteht darauf. Das heißt hier im Text, sie hat uns bedrängt. Ich muss gestehen, das gefällt mir. Eine Frau, die ihre Gaben sofort einsetzt, sowohl die materiellen Mittel, die sie hat, denn Gäste kosten etwas, als auch ihre Gabe, ihre deutlich sichtbare Gabe der Gastfreundschaft. Und eine Frau, die weiß, was sie will. Und jetzt will sie dazugehören. Und zwar richtig dazugehören. Und wenn jetzt diese reisenden Christen bei ihr einziehen, dann stellen sie sich ja damit auch zu ihr, zu Lydia, und ja, stehen zu ihr. Da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Die Männer sollen ihr Angebot auch annehmen, um zu zeigen, dass sie jetzt wirklich als Christin auf Augenhöhe, als Schwester zu sehen ist. Manchmal tut Paulus mir fast leid. Ich glaube, das wird für ihn mit seiner Prägung gar nicht so leicht gewesen sein. Aber wie gut für uns, dass er immer wieder über seinen Schatten gesprungen ist. Lass uns noch kurz darauf sehen, wie es in Philippi weiterging. Wir erfahren als nächstes dann in dem gleichen Kapitel in der Apostelgeschichte, dass Paulus eine okkult belastete Sklavin von ihrem Wahrsagegeist befreit hat. Wir lesen nicht, wie es dann mit dieser Frau weiterging. Aber es ist durchaus möglich, und ich halte es auch wirklich für wahrscheinlich, dass sie sich danach der Hausgemeinde angeschlossen hat, die sich bei Lydia traf. Immerhin hatte sie ja schon vor ihrer Befreiung von dem Wahrsagegeist ständig geschrien: Diese Leute sind Diener des höchsten Gottes. Sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Das war ja schon vor der Befreiung eine Art Glaubensbekenntnis. Kaum vorstellbar, dass sie sich danach nicht zur Gemeinde und vor allem zu Jesus hielt. Paulus und Silas landeten daraufhin aber postwendend im Gefängnis. Klar, für den Besitzer der Sklaven war das Geschäftsmodell, sie als Wahrsagerin zu vermarkten, jetzt nicht mehr möglich. Das wurde nicht gern gesehen. Paulus und Silas wurden dann aber in der Nacht aus dem Gefängnis befreit und konnten dann den Gefängnisaufseher gerade noch daran hindern, sich das Leben zu nehmen. Und auch er hat sich für ein Leben mit Jesus entschieden. Und wohin gingen Paulus und Silas? Nach der Rehabilitation, auch das lesen wir in Apostelgeschichte 16, sie gingen direkt zum Haus der Lydia. Denn dort trafen sich die Christen. Im Text heißt es, dort trafen sich die Brüder, so übersetzt Luther, oder die Geschwister, so übersetzt die Neue Genfer Übersetzung. Geschwister, Brüder, das ist kein intellektueller Gesprächskreis zur Diskussion über die spirituellen Aspekte des Lebens oder sowas. Das ist echt Familie geworden. So nah gehören sie zusammen. Und was für eine Familie, das finde ich wirklich beeindruckend. Da finden wir jetzt also Paulus, einen theologisch gebildeten jüdischen Mann, der zu den Pharisäern gehörte und die Christen jahrelang verfolgt hat. Da finden wir Lydia, die Hausherrin,
eine finanziell gut dastehende, erfolgreiche Geschäftsfrau mit Migrationshintergrund. Da finden wir wahrscheinlich die Sklavin, die von ihrem Wahrsagegeist befreit worden war und erkannt hat, dass Gott sie rettet. Da finden wir sicher den Gefängnisaufseher, einen römischen Beamten, vielleicht ein Soldat im Ruhestand, der jetzt in Philippi noch als Verwalter über das Gefängnis eingesetzt worden war. Und wir finden viele, von denen wir gar nichts weiter wissen, nur dass sie zum Haus, also zur Lebens- und Arbeitsgemeinschaft von Lydia und zur Lebens- und Arbeitsgemeinschaft des Gefängnisaufsehers gehörten. Das ist mal wirklich eine bunte Zusammenstellung. In einem alten jüdischen Morgengebet finden wir einen dreifachen Dank. Da heißt es: Ich danke dir, Herr der Welt, dass du mich nicht als Nichtjuden, als Frau oder als Sklavin erschaffen hast. Ich habe das nochmal gegoogelt und auf der aktuellen Seite einer jüdischen Gemeinde gefunden, dass dort der Dank, keine Frau zu sein, nicht mehr aufgetaucht ist. Ich habe allerdings gerade im Jüdischen Museum in Frankfurt einen Videoclip gesehen, in dem ein Rabbi berichtete, er hätte das nie mitgebetet, ich danke dir, dass ich keine Frau bin, bis zu dem Moment, als er bei der Geburt des ersten Kindes dabei war. Seitdem betet er es aus vollem Herzen. So, aber Paulus wird das wohl so gebetet haben: Ich danke dir, Herr der Welt, dass du mich nicht als Nichtjuden, als Frau oder als Sklavin geschaffen hast. Und nun sind sie hier alle zusammen und er mittendrin. Juden und Nichtjuden, Männer und Frauen, Sklaven und Freie. Und sie sind so miteinander verbunden wie eine Familie, weil sie alle gemeinsam an Jesus glauben. Das kann nur so gehen, weil sie alle gehört haben, dass Gott sie liebt, sie annimmt und sie frei macht. Auf Gott zu hören, das ist dann wohl auch ein Risiko, weil das immer auch Grenzen aufhebt. Aber Grenzen aufheben verspricht auch einen weiten Horizont. Also lassen wir Gott in unser Leben hineinreden. Daraus kann Gutes werden und aus kleinen Anfängen kann ganz Großes erwachsen. Amen.
möchte mit uns beten. Bitte steht dazu auf. Lieber Herr, danke. Danke für dein Wort. Und das wünschen wir uns, Jesus. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben, der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Wir wissen, dass von dir her unser Leben in Ordnung kommen kann. Danke, dass du alles für uns gegeben hast. Wir beten jetzt in der Stille auch für Menschen, die uns am Herzen liegen. Herr, solange ist schon Krieg in der Ukraine, sind die israelischen Geiseln noch nicht frei, ist Krieg in Gaza, es leid an so vielen anderen Orten, jetzt sind Überschwemmungen in Kenia, wenn man die Nachrichten sieht, es gibt so viele Dinge. Und wir bitten dich um Lösungen, um Hilfe, um Freilassung, um Trost, um Vergebung, um Frieden und um Weisheit für alle, die sich darum bemühen. Wir bitten dich für die, die krank sind, für eine gute Behandlung und Heilung. Wir bitten dich für unsere Politiker um Weisheit und dass sie sich an deinen Maßstäben orientieren. Wir bitten dich für uns selbst, dass wir dich suchen und dass wir einander sehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wenn Sie das erste Mal da sind heute, wenn du das erste Mal da bist, nochmal herzlich willkommen. Am Eingang gibt es eine Theke, also bevor man rausgeht, links unsere Ansprechbar und da gibt es Informationen und auch ein kleines Geschenk. Vielen Dank an alle, die sich auch an den Ausgaben unserer Gemeinde beteiligen möchten und eine Möglichkeit dafür ist die Kollekte, für die jetzt Beutel rumgehen. Am 1. Mai, also diese Woche, was ist das? Mittwoch, ne? Ist eine prima Gelegenheit, gute Gemeinschaft zu haben. Wir wollen eine kleine, familientaugliche Wanderung machen mit Zwischenstopp auf einem Spielplatz in Rettichheim. Da gibt es nicht so viele Sitzplätze, es könnte sich also lohnen, eine Picknickdecke mitzunehmen. Daily Groove, also wer zum ersten Mal da ist, hat es noch nicht gehört. Alle anderen haben es schon gehört oder gesehen. Richie sitzt hier auf der Bühne, er ist Mitglied der Band. Das Konzert ist am Freitag. Auf den Plätzen liegen Handzettel dazu. Es gibt auch draußen noch Plakate, die man sich mitnehmen kann, wo man noch mal die letzten Tage Werbung machen kann. Was ist das für eine Band? Gemeinsam ist ihnen, dass das Leben Spuren hinterlassen hat und dass sie Halt in Jesus gefunden haben. Es gibt Bekanntes und Unbekanntes, Rock, Pop, Balladen, Heavy Metal und wer mehr wissen will, der kann sich an den Richie wenden und du sitzt auch draußen um Fourier nachher und verkaufst noch den Rest der Karten. Gibt es noch welche? Gut. Gut. Wir sind eine Mitmachgemeinde und wenn man mitmacht, viele sagen auch, bringt es einem selber am meisten. Hier stehen jetzt drei Bereiche, wo wir Mitarbeiter suchen, Kindergottesdienst, Jungschar und Gottesdienst und es gibt auch noch mehr Möglichkeiten. Und wer mehr wissen möchte, was dahinter steckt, wie man das mal ausprobieren kann, welche Voraussetzungen es dafür gibt und so weiter, gerne einfach nachfragen. Ein neuer Terminüberblick für Mai und Juni liegt am Ausgang, so ein DIN A4-Zettel. Es tut gut, miteinander zu beten. Bleibt einfach da und kommt nach vorne. Es wird jemand da sein.
Jetzt an der Stelle möchte ich nochmal Danke sagen, vor allen Dingen Margit, dich nochmal auf die Bühne bitten und ich muss auch nochmal runter. Vielen Dank, liebe Margit, dass du uns heute besucht hast und von Frau über Frau zu Frau und Mann eben gepredigt hast. Das ist ein kleiner Gruß aus unserem Eine-Welt-Laden hier am Ort, wo auch viele aus der Gemeinde aktiv sind. Herzlichen Dank und liebe Grüße an unsere Schwester in Wiesloch. Ja, vielen Dank. Bedanken möchte ich mich bei den Musikern, bei der Technik. Ich finde die Blumen heute wunderschön und ganz viele Unsichtbare gibt es auch. Und ein ganz besonderer Dank heute auch an die, die den Kaffee für uns gerichtet haben. Zum abschließenden Segenslied und Segen dürft ihr gerne aufstehen. Segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Und draußen im Foyer geht's weiter bei Kaffee und guten Gesprächen. Gute Gelegenheit, noch jemanden kennenzulernen.